So, jetzt untersuchen wir mal den Schrank. Den Schrank, weißt du. Was gefunden? Nee. Nein. Vielleicht oben? Ja, kann sein. Was machst du da? Für meine Freundin. Du hast keine Freunde. Klappe, ich arbeite dran. Hey, wenn dir das Leben Zitronen gibt. Komm schon, hilf mir mich zu rächen. Ah, ich hätte noch die Briefkasche hochheben können. Aber es kommt später nochmal. Manchmal vergesse ich, dass du ein Roller bist. Ah, ich hätte gerne mal gewusst, was im Briefkasten in der Brieftasche drin ist. Behindert. Eieiei. Das gibt einen Mörder. Route 666, hey, wieso? Jetzt mal wieder bei den anderen. Ja, die treffen natürlich mal aufeinander genommen. Jo, dann masche das. Ich fahre heim. Na, 6 Sterne. Ist keiner da. Jetzt drück doch mal drauf. Das klingt jetzt die ganze Zeit im Urscht. Bis einer kommt. Bitte. Jutika. Wir hatten ein paar Meilen östlich von hier einen Unfall. Haben Sie vielleicht zwei Zimmer frei? Nummer 1, Abschleppdienstes? Oh, keine Chance. Ich war nicht am So, ich will gern mal dem Manager sprechen. So geht's mal los. Warum glauben Sie, dass er nicht vor Ihnen steht? Weil Sie eine Frau sind. Was? Sie haben noch mal einen Manager mit einer Vagina getroffen? Nö. Hat er Ärger? Nun, ist das jemand? Ja, 12 Jahre. Stunden rein und rein. Ich stehe übrigens neben mir. Freund, sein Vater flucht im Schlaf. Und unsere Tochter hat ihn voller Angelegenheit. Alles zurück. Oh, so eine Süße. Das Ex-Wagen von Manila. Ja, natürlich. Die geht jetzt kostenlos das Zimmer und die müssen kostenlos $52 zahlen. Herzlichen Glückwunsch, das war Frauen-Power. Ja, das wollte ich auch schon sagen. Oh, Gott sei Dank ist das
Nee. Nee. Unsere Badesachen sind im Umzugslaster. Und hüpf nicht auf dem Bett rum. Nee. Ich hab gesagt, nicht hüpfen. Ich hör auf, wenn ich Fernsehen sah. Ja, was? Ja, dann guckst du einmal ein bisschen. Lindenstraße. So wenig. Du musst mir danach ein paar coole Dinge erzählen. Mann, die Kleine kann echt gut verhandeln. Sie hatte einen harten Tag. Lass sie ruhig. Alles okay? Oh, ich weiß nicht. Fühlt sich verspannt an. Gibst du mir eine Massage? Wir sind doch gerade hergelaufen. Jo. Mit Jim Duggan gehen, weiß ich. Na, ja, geh ich mal mit dem weg. Was will denn der überhaupt? Vielleicht, dass du ein Leben voller falscher Entscheidungen hinter dir hast. Endlich hast du an meine Tür geklopft. Das war sicher nicht einfach. Spuck's schon aus, Jill. Im Ernst? Vor 6 Monaten wusste ich nicht mal, dass du lebst. Jetzt willst du das... das... Also gut... Ja, natürlich. Nicht. Wie Arsch habe ich. Lol.
ich bin zu Hause und schaue auch dann so mehr mal. Ah, okay. Welches Geld? Ich weiß nicht. Gib ihm das Geld. Da ist schon mal der Schlüssel. Da ist es safe. Oh, nicht. Marlene, Freund. Ach du Scheiße, F5. Wie war der 5? Neun, zwei, fünf oder was? Ja, 5-2. Wenn man es jetzt aufmachen kann, dann kommt, passiert immer so was. Muss es eine ganze Zeit wieder tun. Aber es hat mit 5 angefangen. 5, 9, irgendwas. 5, 9,
Und die anderen zwei Zahlen sind irgendwie weg. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ja, wenn man einbricht, wenn man kein Geld klaut, natürlich läuft man da. Ja, die Brieftasche wollte ich vorhin noch gucken. It's a dream hotel.